So, 4. Januar 2015. Leistungsfahrt für den Versuchbahn von Düsseldorf bis nach Italien über die Alpen. Kommt nicht alle Tage vor. Mal sehen, ob es klappt. Am Ende wissen wir es erst. Morgen Mittag müssen wir irgendwo in Norditalien sein, über die Alpen rüber und wollen mal sehen, wie es läuft. Wir müssen ein bisschen Gas geben, weil es ist etwas langsamer geworden wie gestern bei den Vorhersagen. Wollen wir mal sehen, wie es geht. In diesem Sinne, Glück ab! For a clock switch on the light. Seems the world has gone to sleep. Seems I need a place to keep warm. So, sind noch ein paar Stück gekommen hier. Der Andreas Rad auch. Ein Blick in den Ballon. Alles dabei fertig zu machen. Gleich geht's los. 10 Minuten noch umziehen, dann ist okay. What's your intention? To make a fantastic flight. Okay, where? To Russia? Hopefully. Blowing down the driveway. Sleeping and staying in bed. Now you're driving down the highway. Dieter, danke schön. 10:10 Uhr. Gerne. Alles Gute, Glück ab. Glück ab. Tschüss. Ciao. Danke, ciao. Basti, danke. Tschüss. Tschüss. Andreas, tschüss. Danke. Glück ab. Glück ab. Alman Nationalhymne. So, wir sind bei Düsseldorf. Und sehen jetzt zu, dass wir Strecke aufnehmen können. Düsseldorf ist immer eine tolle Stadt. Ja, da sehen wir den Startplatz. Nicht ganz so hell. Vollmond. Oh ja, Vollmond. Okay, Benny, kurzes Statement. Position. Oh, gute Frage, weiß ich gar nicht. Richtung Sauerland. Wir sind 15, 20 Kilometer östlich von Leverkusen. 20 Kilometer östlich von Leverkusen. Im Moment viel Radiokontakt hier. Bergisch Gladbach. Da ja, genau, Bergisch Gladbach. Im Moment viel Radiokontakt. Und wir versuchen jetzt mal das zweite Funkgerät in Dienst zu stellen, um auf der Ballonfrequenz zu gucken, welcher Ballonfahrer denn noch so wach ist. Ansonsten, es läuft stabil, 1600 Meter, 40 km/h. Es wird zunehmend schneller und ich denke, dass wir unser Ziel erreichen werden. Unser Ziel Verona, morgen Abend. Okay, you come from Belgium, what's your name? Ramses is my name. Ramses? Yes, Egyptian name. Egyptian name, Ramses. Ramses. Yeah. You're Belgian people? Yeah, yeah, I'm from Belgium and I have an Egyptian name. Eh? Where do you live in? Kortrijk, the west of Belgium. Okay, near the coast? Yeah, not so far from it, between Gand and Bruges. Ah, yes, okay. Not so far from Lille, you know Lille, the French city? How many gas ballon flights you have? Now 4, something like that. 4 gas flights, okay. Hier hört mich jemand, ist noch jemand auf der Ballonfrequenz, Bravo Echo hier. Ah, da ist jemand. Ist das Bernd? Frag mal, wer da ist. Bravo Echo, Bravo Kilo. Bernd Köser. Bernd Köser. Bernd, du, hör mal, ja, wir kommen ja bei dir rüber fast. Ja, leider fahrt ihr ein bisschen südlich an mir vorbei. Und durch die blöde Bewölkung sehe ich euch nicht. Schade. Let us be on our own. Never answering the phone. Better yet not be at home. Ja, 23:20. Wir sind jetzt wie hoch? 1580 Meter. 1580 Meter. Wir machen eine Leistungsfahrt für Gordon Bennett 2015. Ich bin ja schon qualifiziert. 16, natürlich. Aber der Benny startet vielleicht auch. Und deswegen machen wir schon mal die erste Fahrt. Das Jahr hat ja gerade angefangen. Konkurrenz ist groß. Und wir wollen mal gucken, was losgeht. Nicht? Nein, wir machen eine wunderschöne Alpenfahrt. Und hoffen, morgen früh bei herrlichem Wetter die Alpen zu sehen. 1036 Hektopascal. Das QNH, also wir haben wunderbares Wetter, ganz ausgezeichnet. Und wir haben auch einen Ägypter an Bord. Ramses ist dabei. Hallo Ramses. Hallo. Okay, Ramses ist ein kommerzieller Heißluftfahrer aus Belgien. Hat schon 3000 Fahrten und schon ganz oft mit dem Heißlüfter über die Alpen, aber eben noch nicht mit dem Gasballon. Also, bis später. In diesem Sinne, Glück ab.
Viertel vor zwölf. Zeit, um Dinner zu machen, abendliche Dinner. Haben Sie es? Schmeckt es? Ja, sehr gut. Ganz gut. Ja, hinter alleine ist der Benni ein bisschen versteckt. Alles gut, lecker Tee. Ja, läuft ganz gut. 35 km/h, 1626 Meter, 134 Grad. Und oh, dann liege in den Korb hinein. Alles bestens. Wir haben den besten heißen Tee der Welt hier. Er ist richtig heiß. Oh ja, fast. Kurz vor Frankfurt. Kurz vor Frankfurt, um 2.10 Uhr, glaube ich, ist es. Okay, wir können jetzt wieder nach unten gucken. Die Schicht hat sich weitgehend aufgelöst. Hallo. Hi. Good morning. Good morning. All okay? Alles okay. So, was haben wir, Benni? 3 Uhr? 3 Uhr 9. 3 Uhr 9, mitten über Frankfurt City. Bei Nacht kommt man auch nicht alle Tage. Da sehen wir in 15 Kilometer Entfernung oder 18 Kilometer den Frankfurter Flughafen. Ja, wir sehen viele Lichter. Seid schon in Frankfurt. Sehr gut zu sehen, das Bankenviertel. Frankfurt, tolles Bild, ne? Ja, schön hier. Können wir noch bleiben, aber wir haben noch ein Ziel. Okay. Und damit wir es nicht verpassen, müssen wir jetzt gleich wieder aufsteigen. Ja. Ja, Frankfurt bei Nacht hat man nicht alle Tage. Wirklich wunderbar. Tolle Bilder. Der Flughafen, sehen die Wolken vom Mond erhellt. Okay. Frankfurt Flughafen. Das war wunderbar im Final. Sehr gut. So, die Sonne geht langsam auf. Wir haben alle so 2-3 Stündchen geschlafen. Und wir haben noch 70-80 Kilometer bis zu den Alpen. Und das unter uns ist Aalen. Stimmt gar nicht, das unter uns ist Schwäbisch Gmünd. Und wir fahren im Moment Richtung Kempten im Allgäu. Sehen wir die Alpen schon. Werden wir natürlich nachher größer und dicker sehen. Klein bisschen Bewegung ist noch drin, wir sind noch weit weg. Aber dann kommen sie irgendwann. Hat bis jetzt alles geklappt. Und alles wunderbar. So, mal ein Blick aufs Kernkraftwerk Gudremmingen. Oder Friedrich könnte da Geschichten darüber erzählen. Ja, das versorgt ganz Bayern mit Strom. Der größte Stromproduzent in Gudremmingen. Ramses sitzt am Rand mit der GoPro. Ramses, alles okay? Alles perfekt. Okay. You missing the brother? Not at all. Not at all. Not at all. Okay, you can give a statement. Short statement. It's cold a little bit. Jetzt ist es sunny. Now it's very, very good. Very nice. Lovely weather. A little bit cold. At my feet, this is why I took off my shoes. Okay. But for the rest, everything is going fantastic. Okay, thank you. My pleasure. Ja, läuft alles wunderbar, wie wir gerade gehört haben. Die Sonne ist da,
sind natürlich dick angezogen, aber gut. Wir sehen, der Ballon ist prall in 3300 Meter Höhe. Wenn die Geschwindigkeit? 60 km/h. Ah, läuft gut. Ist etwas zu schnell für uns, über die Alpen zu fahren. 40 wäre besser, aber wir können über den Alpen nicht stoppen. Da müssen wir noch ein bisschen höher, da soll es noch ein bisschen schneller sein. Naja, wir wollen mal gucken. Okay, in diesem Sinne. Naja, Glück ab. So, 3500 Meter, noch nicht sehr hoch, aber wir haben trotzdem schon gemerkt, dass der Sauerstoff ein bisschen fehlt. Man hört uns jetzt einatmen. Mountain High System. Hier ist die dicke Sauerstoffflasche mit dem Instrument, ansonsten läuft es gut. In weiter Ferne ein Blick auf den Flugplatz Memmingen. Und da kann man sehen, wie weit dieser Ballon weg ist. Wir haben gerade einiges an Flugsicherung gehört, ist nicht ganz so einfach. Aber da hinten haben wir die Sonne, müssen wir mal gucken, was wir hier drauf kriegen. Okay. Innsbruck macht natürlich riesen Theater, weil die Leute einfach auf Flugflächen steigen, wo sie gar nicht hin dürfen. Okay. The Hodder, it's very dangerous. Ah, es sind schon gewaltig, die Berge hier. Also im Winter sehen sie noch gewaltiger aus. Okay, slowly, slowly. More. Okay, komplett. Gut, come on, come on. Okay. Okay, ist etwas schwierig, das scharf zu kriegen. Wir sehen 3 oder 4 Heißluftballone, die wesentlich höher auch über die Alpen wollen. Insgesamt scheinen heute so 15 Ballone über die Alpen zu fahren.